Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna. Ich zeige in meinen Vlogs meinen Alltag mit vier Kindern als Hausfrau und Mama mehr oder weniger mit viel Haushaltsmotivation, was ich so im Haushalt jeden Tag mache, beziehungsweise auch ein bisschen meine größeren Projekte mit Aufräumen und Putzen. Und heute habe ich die Kamera mitgenommen, spontan, denn wenn ich das mache, dann gibt das mir auch Motivation zum Putzen, die brauche ich heute. Ich möchte nämlich heute eine kleine Spätabend-Session, oder hoffentlich wird es nicht ganz so spät, aber ich möchte heute mal am Abend ein bisschen was machen im Haus. Es waren heute bei uns Gäste für die Kinder da und ja, das Abendessen, so sieht unsere Küche aus, so sieht sie eigentlich relativ häufig aus. Also es ist nichts aufgeräumt und es müsste auch mal wieder mal da und dort gewischt werden. Staub muss auch gemacht werden. Ja, und das mache ich ja ohnehin des Öfteren am Abend. Und heute kommt es aber noch dazu. Ich möchte wirklich ein paar Sachen, die liegen geblieben sind, für die ich schon länger keine Zeit hatte mehr, machen. Zum Beispiel diese Sitzbezüge von den Stühlen, die müssen endlich mal in die Wäsche und die kann man ja nicht in den Trockner geben. Und das heißt, ich lasse sie dann einfach über Nacht trocknen und am Morgen kommen sie wieder drauf. Das heißt, ich gebe sie dann am Abend in die Wäsche. Und dann dieses Sofa, und dem möchte ich mich auch ein bisschen widmen, und dieser Fotowand und auch den Boden im Vorzimmer. Da sind ja, die Fugen ein bisschen schmutzig und reparaturbedürftig, die haben da schon so Rillen. Und ja, oft reichen einfach die Tage nicht aus, also die Zeit an einem Tag nicht aus, um wirklich alles zu erledigen. Wenn Kinder im Haus sind, wenn ja, alle mal durchtapsen durch die Zimmer, und deswegen habe ich beschlossen, ich mache das mal ohne Stress, ganz in Ruhe. Und ja, wenn ich dafür einmal einen Abend ausfallen lassen muss mit Feierabendprogramm, dann ist es mir das wert. Dafür bin ich am nächsten Tag entspannt und ja, habe dann nur mal so den kleinen Hausputz, den restlichen. Und das Haus ist aber sonst mehr oder weniger in einem guten und sauberen Zustand wieder. Oben sieht es übrigens auch noch schlimm aus. Mal schauen, ob ich dazu auch komme, denn da haben die Kinder auch gespielt. Aber es ist auf jeden Fall viel zu tun, genug zu tun, und die Kinder sind in der Badewanne, sonst würde ich sie bitten, mir ein bisschen beim Aufräumen im Erdgeschoss zu helfen. Aber so mache ich das mal eben allein, und dann, wenn die Kinder dann im Bett sind, dann geht es weiter und dann widme ich mich eher ruhigen Sachen. Also Staubsaugen oder so ist dann nicht mehr drin, aber alles, was dann noch zu tun ist, das mache ich dann später, und ich werde jetzt mal keine Zeitgrenze setzen, solange es dauert oder ich dann zu müde bin. Und an dem Tag hatten wir schon etwas früher gegessen, das war praktisch, dann habe ich einiges schon geschafft, während die Kinder noch wach waren. Und Clint hilft mir da schon, das ist mein Einjähriger, er ist immer als Erster aus der Wanne raus, und die anderen drei lassen sich dann oft noch ein bisschen Wasser ein und planschen in dem ein bisschen tieferen Wasser. Ja, und wir hatten, wie gesagt, Gäste, und da wird nochmal alles aus den Schubladen ausgeräumt, was normalerweise schon gar nicht mehr bespielt wird, aber da ist es wieder interessant. Und das habe ich dann wieder ein bisschen aufgeräumt, und ja, in den letzten paar Tagen, da war ich nicht so motiviert für den Haushalt, und gerade an dem Tag, da war auch eine Freundin, wie gesagt, da mit den Kids, da habe ich lieber mit ihr gequatscht und den Haushalt mal sein lassen. Und wenn sich dann aber ein paar Tage schon alles so ein bisschen angesammelt hat, dann stört es mich selbst, und lieber räume ich das dann einmal auf, als, ja, dann kann ich mich gar nicht sonst entspannen am Abend. Übrigens ist das Fotobuch heute in der Post gekommen. Ich habe ein paar Fotos bestellt, die ich dann ersetzen will an unserer Fotowand. Das mache ich dann etwas später. Und eben auch ein Fotobuch, da habe ich jetzt das ganze erste Lebensjahr von Quinn, unserem Jüngsten, ein bisschen ja, die ganzen Fotos gesammelt und nach Monaten geordnet. Und dann haben wir so sein erstes Essen, seinen ersten Urlaub, sein erstes Weihnachten. Und dann halt auch so Doppelseiten. Und das habe ich eigentlich für jedes unserer Kinder gemacht. Und da blättern sie immer ganz gern drin, und dann weiß man immer ganz genau, was war das erste Wort, wann die ersten Schritte und so weiter, und das alles mit Fotos, das ist sehr nett. Eine schöne Erinnerung, und ja, jetzt haben wir das letzte Fotobuch, das hier noch in das Regal kommt zu den anderen. Und dann war ich mit dem Untergeschoss schon fertig und habe dann oben weitergemacht. Das ist das
künftige Zimmer von Quinn. Derzeit steht noch ein unbenutztes Bett, so als Gästebett drin. Und da haben die Kinder auch fleißig ausgeräumt. Unsere ganzen gesammelten Schals lagen hier herum. Und hier habe ich auch noch alles aufgeräumt und dann die Sachen, die noch nach unten gehört haben. Das Spielzeug habe ich dann alles zusammengesammelt und dann noch mit runtergenommen. Nachdem unsere Fugen teilweise schon rausgebröckelt und rausgebröselt sind im Vorzimmer, wollte ich die mit dieser Fugenreparaturmasse heute Abend reparieren. Aber hier steht drauf, nach der vollständigen Trocknung kann man das wieder begehen, den Boden. Und es steht aber nicht drauf, wie lange das dauert. Deswegen habe ich gedacht, mache ich das heute Abend, wenn alle schlafen. Dann kann es auf jeden Fall bis zum nächsten Morgen trocknen. Davor werde ich natürlich die Fugen reinigen. Und das mache ich mit Teppichschaum. Da habe ich nämlich einen Tipp im Internet gelesen, dass das mit Teppichschaum gut funktioniert. Dass man da wirklich nur den aufsprühen muss und dann einfach mit einem feuchten Tuch abwischen. Also man muss da nicht viel schrubben oder so. Und für den täglichen Putz würde ich das vielleicht jetzt nicht machen, aber die sollten halt schon sauber sein, bevor man wirklich eine neue Fugenmasse reinspachtelt. Und deswegen werden sie jetzt vorher geputzt und die Kinder dürfen heute Abend das Vorzimmer nicht mehr betreten. Und mein Mann war dann in der Zeit, in der er es eingelegt hat, dann doch nochmal. Er ist dann nochmal durchgegangen, das war so ein bisschen wie bei Mission Impossible, nur nicht da fast zwischen die Laserstrahlen treten. Ja, und es ging aber wirklich sehr schnell und einfach aufzutragen. Es war nur halt ein bisschen viel von den Mitteln, finde ich, also fast ein bisschen Verschwendung. Ich habe beschlossen, dass schon nach ungefähr 20 Minuten sind es oder so, wieder versuchen abzunehmen, weil es stinkt wirklich ziemlich stark. Ich habe sogar hier die Eingangstür offen stehen lassen. Und ja, nicht, dass das dann in die Kinderzimmer raufzieht, der Geruch. Und mal sehen, ob es schon genug Zeit hatte einzuwirken. Das Einzige, was ich wegschrubben musste, war das Mittel selbst. Der Schmutz selbst ist sehr gut mit runtergegangen. Also das Ergebnis ist zufriedenstellend. Wenn jemand wirklich sehr stark verschmutzte Fugen hat, dann kann ich das empfehlen, die Methode zur Reinigung. Und vielleicht wäre es sogar noch perfekter geworden, hätte ich es länger gelassen, aber wie gesagt, das hatte wirklich einen sehr starken Eigengeruch und ich musste da sogar zweimal drüber gehen, noch mit einem feuchten Lappen, um sicher zu gehen, dass da wirklich alles dann entfernt war, weil ich wollte keine Putzmittelrückstände, bevor ich dann angefangen habe zu spachteln. Dann habe ich in der Küche weitergemacht. Also normalerweise machen wir das so am Abend. Die Kinder dürfen noch ungefähr eine halbe Stunde Fernsehen am Abend und lesen wir noch eine Geschichte vor. Oft ist es so, dass ich zum Beispiel dem Jüngeren eine vorlese und mein Mann liest den Älteren oder umgekehrt. Und jetzt hatte ich den Boden abgewaschen im Vorzimmer, während die Kinder ihr Fernsehen geschaut haben. Und mein Mann hat dann anschließend allen eine Geschichte vorgelesen und dann konnte ich die Küche, die dann liegen geblieben ist, eben wegen dem Vorzimmerboden in der Zwischenzeit machen. Und da habe ich auch einen eingetrockneten Papierfleck, der sich da mit Wasser verbunden hat und dann auf unserer Tischfolie kleben geblieben ist, zuerst entfernt und dann auch noch die Sitzbezüge da von unseren Stühlen abgenommen. Das muss man nämlich erstmal 4 Schrauben lösen. Und habe sie dann die Wäsche gegeben. Das ist dann vom nächsten Tag das Bild. Also sie sehen wirklich wieder schön aus, wenn man sie mal wäscht. Es ist halt nur ein bisschen umständlich, das zu machen. Und weil dann die Kinder zwischenzeitlich schon ins Bett gegangen sind, beziehungsweise die Älteren haben noch ein bisschen, die dürfen dann noch ein bisschen in ihrem Zimmer wach bleiben, noch so ungefähr 20 Minuten. Der Dreijährige geht dann nach der Geschichte gleich schlafen. Da wollte ich aber nicht mehr den Staubsauger anmachen und habe dann stattdessen mit einem Handfeger ein bisschen unter dem Tisch gekehrt. Da ist immer sehr bröselig nach jedem Essen
Und dann habe ich auch noch das Geschirr in den Geschirrspüler geräumt. Dafür musste ich ihn erst einmal ausräumen. Der jüngste Quinn, der war da noch bei mir. Also bei ihm, wir haben keine ganz fixe Bettzeit. Das variiert so um eine halbe Stunde, je nachdem, wie viel er tagsüber schläft. Manchmal, wenn er tagsüber keinen langen Mittagsschlaf macht, dann braucht er am Nachmittag noch einmal ein kleines weiteres Schläfchen und geht dann am Abend ein bisschen später schlafen. Und jetzt habe ich ihn aber ins Bett gebracht in der Zwischenzeit und mache dann jetzt tatsächlich noch den Rest der Küche ganz final fertig. Und jetzt habe ich dann aber auch wirklich Ruhe und kann das alles, kann mich jetzt nur mal aufs Aufräumen konzentrieren. Und das ist dann auch ganz schön. Und unsere zweite kleine Couch, die wir noch im Wohnzimmer stehen haben, die hat einen Stoffbezug, einen weißen, der wird auch sehr schnell schmutzig und das Ganze immer abzunehmen und zu waschen ist halt auch sehr zeitaufwendig und deswegen habe ich da jetzt einmal den mit so einem Polstermöbel-Schaum eingesprüht, so nur punktuell die Flecken und während das eingewirkt hat, habe ich dann die Küchenfronten ein bisschen abgewischt, auch das muss wirklich sehr oft gemacht werden, da sind sehr oft Patzer und Spritzer drauf. Und mir fällt das dann immer ins Auge und stört dann auch. Und genauso das Gewürzregal, da spritzt es auch oft hin beim Kochen. Und der Staub, also der bleibt da immer gleich kleben, da mit den Essensdämpfen. Und ja, auf jeden Fall verschmutzt das ziemlich schnell. Und auch hier ist es einfach ein viel schöneres Gefühl, wenn man in einer sauberen Küche kocht und dann nicht die ganzen Staubflecken und Flecken sieht generell, also die ganzen Staub und die Flecken. Und danach habe ich dann gleich wieder diesen Teppichschaum mit einem nassen Mikrofasertuch wieder abgewischt oder rausgebürstet und die Flecken sind gut rausgegangen. Und ja, das, was bei mir auch immer so eine ungeliebte Aufgabe eher ist, ist Staubwischen. Es ist nicht unbedingt notwendig, außer es ist schon sehr staubig. Und deswegen lasse ich das oft einfach weg beim Putzen. Und hier hatte ich einmal wirklich die Ruhe und das alles ganz gemütlich zu machen und wirklich von Möbelstück zu gehen und das in Ruhe alles abzustauben. Die Couch habe ich dann als letztes noch abgewischt und dann habe ich noch den Boden gewischt. Das ging dann recht schnell und habe dann aber auch zum Beispiel mir die Zeit genommen und dieses weiße kleine Sofa, das wir da eben haben, habe das noch zur Seite geschoben und auch dahinter den Staub und da fallen auch immer Spielzeuge hin. Das noch weggeräumt, wird weggekehrt und da waren teilweise noch Deko-Elemente, also von Quinns Geburtstag, also er ist ja vor kurzem eins geworden, dahinter gefallen und die habe ich dann auch endlich einmal weggeputzt. Und somit war dann das Wohnzimmer von oben bis unten wieder sauber, der Wohnbereich. Also die Fugen sehen definitiv viel besser aus, aber sie haben trotzdem noch einige Stellen, wo einfach der Schmutz nicht rausgegangen ist. Und das ist eben wirklich, sind das die Stellen, wo kleine Teile fehlen von der Fugenmasse und wo das dann quasi so uneben ist und der Schmutz sich da so festsetzt. Und das sind genau die, die ich jetzt reparieren möchte. Das sind allerdings gar nicht so wenige. Aber ja, also Verfugen geht ja normalerweise schnell. Ich hoffe, das klappt. Ja, und ich hätte mir gar keine Sorgen machen müssen, dass man das noch stehen lassen muss, bevor man den Boden betreten kann, bis das ganz ausgetrocknet ist. Also das war eine
so eine Reparaturfugenmasse eben für punktuelles Reparieren und ist extrem, extrem schnell getrocknet. Innerhalb von Minuten war das trocken. Ich habe da leider das ganze Zimmer gemacht auf einmal und bin dann drauf gekommen, das ist schon sehr, sehr hart und ich musste da wirklich schon sehr, sehr schrubben, bis die überstehende, also die überschüssige Fugenmasse wieder unten war. Und teilweise musste ich so stark schrubben, dass die in den Fugen auch wieder mit runtergegangen ist. Und da musste ich punktuell wieder ein bisschen auffüllen und verbessern. Also ich fand es ein bisschen schwierig, wirklich in der Anwendung, aber es hat dann Gott sei Dank geklappt. Und der Boden ist noch gut sauber geworden und nichts ist festgeklebt. Und das Letzte, was ich dann noch machen wollte, ist, wie gesagt, ich habe ein paar neue Fotos besorgt und ich wollte diese Bilderleisten ein bisschen einfach anders im Look gestalten. Mir waren einfach diese schwarzen Rahmen, die wir da hatten und die schwarzen Kerzen, waren ein bisschen zu dunkel alles. Und ich habe spontan so Rahmen mit dünneren schwarzen Rahmen, eben so Bilder gekauft, also Bilderrahmen, und habe auch die Fotos ersetzt. Und ich habe ein paar Fotos der Kinder im gleichen Stil auch, also die Kinder habe ich fotografiert in schwarz-weiß und habe dann eine Reihe Kinderfotos gemacht und drunter noch ein paar kleine Familienfotos und ja, auch so ein bisschen Natur von uns in der Umgebung und von unserem Garten. Und ja, mir gefällt es zur Abwechslung wieder mal was Neues in der Fotoecke. Und dann war das auch schon meine nächtliche Putz- und Aufräumaktion schon beendet. Ach, ja, ich bin geschafft. Also ich glaube, ich schaffe es jetzt gerade noch mal kleines Bier zu trinken und noch vielleicht eine Viertelstunde mit meinem Mann zu tratschen und dann geht's ins Bett. Also ich bin mal zufrieden. Hat sich ausgezahlt, dafür kann ich dann morgen, anstatt zu putzen, wenn Quinn seinen Mittagsschlaf macht, eine schöne Wanne nehmen oder ähnliches. Und auf jeden Fall ist jetzt, sagen wir mal, mein inneres seelisches Gleichgewicht so weit hergestellt, dass ich schlafen kann und müde bin ich außerdem körperlich. Also ist auf jeden Fall eine gute, ist besser als eine warme Milch zum Einschlafen. Funktioniert super. Na gut, also das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und schaut nächstes Mal wieder vorbei. Und für heute sage ich Tschüss und gute Nacht.